na horizont. Ich suche Charisma, Anerkennung, Name, Ewigkeit. Ich habe Ängste, Hass, Wut und zu viel Leid. Genug Adrenalin wegen Erniedrigung. Ich entzwunden, schlimme Sachen in Erinnerung. Jüngere Bruder erschossen von Scharfschütze. Ich trage noch immer seine Kopfmütze. Erschossen wegen Stein in Hand. Wollte nicht benutzen Explosiv. Und ältere sitzt schon 700 Tage im Knast in Tel Aviv. Und Vater verkauft Gemüse und arbeitet als Arzt in Zivil. Täglich ist 18 Stunden unterwegs. Man hat Glück ohne Stress. Bleiben in Straßensperre und hoffen, das machen keine Bum-Bum unsere. Sonst kann auch landen ein paar Jahre. Hast schon einmal gesehen auf Checkpoint-Lichter. Dort kann sein guter Dichter. Kannst nicht schauen gerade und noch dazu Megafon-Tirade. Einfach Augen zumachen und innerlich lachen. Du bist blind und taub, auf Stelle dort. Bist nicht geholt, kommen sofort. In langsame Schritten und Hände nach oben, sollen sie vorschütten. Bei Mutter immer gleiche. Kinder, Haushalt, Sorge, Krankheiten und Genase. Ich habe von Freunden gehört, in Europa, Hubschrauber dort, retten menschliche Leben. Sie sind Rettung in Luft. Auf welchen Tag sollte ich warten? Welches Leben wusste ich finden? Ich habe hier keine Motive und keine Angst, bald zu sterben. Vor 10 Minuten war ich drinnen, im Café Internet. Sie sagten, ich gehe in Janet. Viele Schönes auf mich wartet. Als Martyrer sterben, ich denke auch so. Ich bin hier geboren. Ich habe schöne Häuser gesehen, im Fernseher, in Jerusalem, sogar in Alben von meinen vertriebenen Eltern. Was ist Haus hier? Rente für Bulldozer. Wenn baue sie jetzt, in paar Jahren wieder, bist du ohne mit noch mehr Kinder. Aber weißt du, was ich hasse? Häuser von Israelis und ihrer beleuchteten Straße. Ich kann sie nicht ertragen, darum will ich sie in Luft jagen. Pizzeria, Diskotheken, Hotels und überall, wo Geschäfte laufen, gut, eben. Und wegen großer Menge Leute dort, welche waren auf diese Plätze fort. Sie sind bewaffnet, fast alle, wie Armee. Sie tragen auch Waffen. Und für uns alle lebendige und nicht lebendige Familie. Genug habe ich Wut. Und wenn du meine Berater fragst, sie sind meine Rettung in Luft. Sie geben mir noch mehr Mut. Bruder, darf ich auch was sagen? Bis jetzt stellte ich nur Fragen. Ist deine Wort der Wahrheit vor einem tyrannischen Herrscher nicht die größte Dschihad? Oder klingt dir das fad? Und glaubst, einzige Lösung ist deine Selbstmordattentat? Wie bitte? Ist deine Wort der Wahrheit vor einem tyrannischen Herrscher nicht größter Dschihad? Oder klingt dir das wahr? Ich weiß, was wollte sagen damit. Sowas ist geschrieben auch in Hadith. Aber schau, was mache ich mit noch mehr technischer Brutalität. Alle schnell, blitz, schnell wie Komet. In 2, 3 Wochen in einem Schutt zerstören Böhrer. Damals habe ich gesehen, leblose Körper von Schwester und Mutter. Ich war unter Trümmer. Ein Tag wie Ewigkeit. Jetzt haben sie gemacht in sehr kurzer Zeit. 82 war anders. Palästinenser waren auch Ausländer bei uns in Libanon im Flüchtlingslager oder mit Arafat mit Waffen. Aber Israel hat an uns Zähne gepissen und unser Land verlassen. Heute sind wieder da in unserem Land. Rache düstrig sind ihre Generäle wegen vor 25 Jahren Widerstand. Und heute haben wir Mittel, stoppen Bodentruppen aus Israel. Und sogar sie schenken drinnen, damit auch sie spüren Angst vor Raketenruinen. Sie können uns zerstören mit Hubschrauber, Kriegsschiffen, Panzer und Bulldozer. Ein Bulldozer liegt schon im Koma. Andere sind Creme de la Creme vor Fernseher. Und Räder vor Fernseher, aber im Krieg schicken nicht eigene Kinder. Ihre Soldaten haben Angst vor uns. Das ist unsere Bus. Wo sind jetzt meine Kehren mit libanesischen Pfannen? In Marbella, Saint-Tropez, Zypern, Mallorca, Balearen. Wir sind hier geblieben. Wie viel gilt in dieser Situation in der Stimme? Israel hält über 100 Hezbollah-Kämpfer ohne Gerichtsverfahren. Und was ist fair? Wir sind für Amis Terrormiliz und für viele auch in Europa. Sie müssen nur wie Papagei wiederholen, im gleichen Ton, was sagen Bosse in Washington. Palästinenser haben gewählt und wie reagiert Welt. Israel verhaftet oberste politische Intellektuelle, für Bevölkerung schließt Wasserkanäle und wollen Palästinenser schicken zurück 100 Jahre. Wer ist garantiert für unsere Sicherheit? Nur unsere vielen Kraft sich verteidigen und lassen nicht erwidrigen. Leben in KZ wie Palästinenser, größte Luftgefängnis auf Welt. Sie rauben Wasser von unseren Kindern und ihre Soldaten fühlen sich sicher. Wer hat in Europa gefragt, was wollen unsere Kinder? Sie sind noch mehr wütend als wir, wenn rufen, Tekbir. Sollten sie alle ansperren in unterirdische Knäste? Welche bauen Israelis in Wüste? Meine nicht, liebe mit ihnen zusammen, als Martyr, Janet, als ohne menschliche Leben, würde Leben eingesperrt. Aber ich werde meine Kinder abhalten von Selbstmordattentaten. Sie werden keine Segen von mir bekommen, damit unschuldige Menschen Leben verlieren. Das ist nicht nur geschrieben in Haditen und falsche Leute schlagen Profite, sondern unsere Hamas und radikale Israeliten.
Danke.